Wie sieht's denn aus mit Prozenten? 15. Okay. Gucken mal, könnten wir schaffen eigentlich, den zu zähmen. Das wäre halt schon echt nice. Da musste ich jetzt mal kurz den Tawny Dragon Sattel lernen. Ja, komm, wir bauen mal einen Schrank als. Einen Schrank. Kompostbehälter 3. Ja, und dann die Werkbank, da fehlt jetzt wieder Holz wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal davon aus. Das ist ja nicht das Problem. Ich würde auch diesmal gerne zwei Werkbänke bauen, aber es geht doch gerade momentan noch nicht, weil ich nämlich nicht genug Metall dafür habe. Bett, 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 wo ist denn das Bett überhaupt? Hier, was fehlt denn da? Stroh, okay, das kriegen wir auch zusammen, dann können wir nämlich auch noch ein Bett bauen. Vielleicht sogar zwei am besten, gleich. Sauf jetzt Wasser, Mann. Jawohl, danke. Aber wir haben hier wirklich alle Ressourcen irgendwie, die wir brauchen. Obsidian, Öl, außer Polymer vielleicht noch. Ah doch, Polymer können wir ja dann herstellen mit dem Obsidian. Nice. Holz, Metall. Also, wir sind hier gut gestellt, sag ich mal. Von Ressourcentechnik und haben Wasser. Das ist, schon eine nette Geschichte. Ja, guck mal, jetzt hat er 30%. Also, Primeat macht den Unterschied. Danke, lieber Basilisk, 150. Da warst du wenigstens für was gut. Okay. So, Bett wollte ich noch zwei herstellen, falls zwei gehen. Lalalalala. Ja, geht. Sehr gut. Oh, haben wir noch irgendwas, was wir dringend brauchen? Nein! Ja, gut, okay, komm, dann machen wir gerade das Ansaugrohr. Gut. Zweiten Schrank. Mal hier nochmal das hier machen. Noch ein... Oh, Wasserglas. Können wir gleich zwei machen. Was ist das hier? Ah, da ja, Bärsattel. Okay. Ich wollte ja noch einen Tawny Dragon Sattel lernen, als ich einen Basilisk neben mir gesehen habe. Ich denke, wir könnten den kriegen. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt lernen können hier, weil den kannst du ja eigentlich nur auf Scorched Earth lernen. Teufel, ne? Oh, ne, wie heißt der jetzt? Ja, das wäre aber blöd, wenn man den hier nicht lernen kann. Dann hätten wir nämlich ein Problem. Dornteufel, okay. Aber von der Bewusstlosigkeit schafft er das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier auch automatisch die Scorched Earth Sachen lernen kann. Gelernt auf Scorched Earth. Nee, das geht nicht. Na ja, ganz toll. Oh Mann, Alter. Dann müssen wir ja auf Scorched Earth reisen, mal zwischendurch demnächst. So, jetzt hat er wieder gefressen. Ich glaube, den brauchen wir nicht nachzubetäuben. Nee, solange wir ihm Primeat geben. Das wird aber nicht mehr lange halten. Na komm, wir gehen mal ein bisschen was in die Base reinbringen. Wenn ich sie finde, jetzt die Base. Was ist denn das hier? Achso. Oh. Was ist mit dir passiert? Schläfst du? Hey, du bist tot. Okay, dann gib mir das Öl. Rohes Fleisch, Chitin. Ich weiß halt nicht, was noch hier Primeat gibt, alles. Triceratop nicht. Obwohl, X-Triceratops weiß ich es auch nicht. Oh, ich brauche Wasser. Oh, der hier sieht dick aus. Der hat ein bisschen Wasser an Bord. Gib her. Danke. Ah, da hinten ist ein Stego. Nice. Pulle ich mal direkt hierher. Ja, er kommt nicht alleine. Nur zur Info. Aber er muss hoffentlich hierher kommen, weil ich will nicht da hinten durchschwimmen wieder. Oder noch verrecken oder so. Ich hätte so in eigentlich cleverer Weise... Aber das ist cool, dass hier Stegos sind. Gar nicht mal so wenige insgesamt. Sieht doch schön aus, ne? Boah. Echt nice.
Der blutet auch schon. Ja, komm hier. Komm ein bisschen näher. Genau. Ich hol dich jetzt hier ab, dass ich nicht da hinten reinlaufen muss. Komm her. Komm, komm. Gut, okay, so viel dazu. Hat super geklappt. Nochmal 4 rohes Filet, sehr gut. Das reicht mal für den Anfang. Jetzt geben wir direkt dem Tawny Dragon. Gib mir Öl. Öl! Danke. Uah. Ich bin die Spitze der Nahrungskette. Da ist der Tawny. Viel können wir nicht mehr tragen, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich gebe jetzt hier mir das rohe Filet. Ja, der Tawny Dragon Sattel wäre natürlich schon nice, es ist halt blöd, dass man den nicht lernen kann. Finde ich übrigens dann auch ein bisschen dumm, wenn man die Tiere hier hat. Ne? Es ist verständlich, dass man den auf Island nicht lernen kann. Da muss ich wirklich sagen, das ist total verständlich, weil Tawny Dragon gibt's auf Island nicht. Ne? Aber hier gibt's ihn. Warum kann ich den Sattel nicht lernen? Ja gut, klar, man kann in Ark natürlich auch in andere Gebiete gehen und das machen, ja, das ist okay. Das stimmt auch, aber trotzdem irgendwie dumm. Aber ich will mich auch gar nicht so beschweren darüber, das ist halt so eine Kleinigkeit, wo jetzt gerade ein bisschen blöd ist, aber ist auch kein Weltuntergang. So, jetzt gucken wir mal hier, jetzt bauen wir erstmal ein bisschen hier um. Boah, hier ist es verdammt heiß, verdammte Scheiße, ich muss jetzt hier ganz schnell... mache ich denn das hier? Ich muss hier ganz schnell Klimaanlagen herbekommen. Ich habe diesen Mörser eigentlich blöd gestellt. So, machen wir die erste Werkbank hier hin. Das geht. Was ist das hier? Achso, ja, genau. Machen wir mal 100er Stack rein und schmeißen mal 100 Metall rein. Ist natürlich noch wärmer hier, ne? Wenn ich das anzünde. Ich brauche jetzt Metall. Machen wir mal nur die 2 an. Um den Fabrikator halt auch schnell bauen zu können, damit wir hier schnell Elektro bekommen und ja. Gillisud wäre natürlich auch nice. Warte mal, was kann ich denn mit dem Hemd hier anrichten? Krieg ich da ein bisschen... Nee, trinkt auch was. Gar nichts. Nee, okay. Tja, dann fröhliches Sterben. Komm, ist eh schon heiß. Können wir auch die Dinger anmachen. Oh, jetzt mal ein bisschen hier... ein paar Sachen verteilen. Mal gucken wir mal, was wir für den Fabrikator eigentlich brauchen. Noch. Eigentlich müssten wir alles haben, außer Metall jetzt. Ne? Es kann sein, dass wir nicht genug Kristall haben, weil wir ja auch noch das Kristall geschrottet haben. Weggeschmissen haben. Aber ich glaube, es müsste eigentlich reichen. Strukturen. Strukturen, Herstellung, Fabri, ja, Metall fehlt eigentlich nur. Genau. So, was könnte man da noch alles reinmachen? Das mal, das hier bauen wir mal. Wir brauchen auch noch unbedingt mehr Fleisch. Lagerfeuer für Fleisch putzeln nochmal. Ein Schrank. Brauchen wir, glaube ich, beide hier hin so. Ja, da haben wir ein bisschen Platz gelassen, aber ist okay. Bettkamera.
Ist halt ein bisschen schräg, ne? Okay, so ist gut. Ja, hier müsste der durch. Es ist zwar alles nicht sicher, diese Wasserleitung, weil ja. Weil die eben nicht, weil die hier nicht geschützt ist, ne? Aber es ist okay, ist egal. Was ist, wenn ich jetzt noch hier mal. Das wird wahrscheinlich zu tief sein, ne? Oder? Ja, was ist, wenn ich es hier irgendwo drauflege? Geht das? Ne. Okay. Weil ich habe ja auch noch die flexible Rohre. Ja, wenn wir schon vom Wasser reden, ne? Okay, dann machen wir doch das Schräge da oben. Oder war das überhaupt ein flexibles oder was habe ich denn da? Ah, ne, ein senkrechtes. Verstärktes Wasserschlauch. Okay, verstärktes Wasserschlauch. Ja, du mich auch, Alter. Du mich auch. Aber machen wir das erstmal provisorisch so. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Ah, kommt direkt aus der Wand raus. Ist cool. So. Ja. Geht doch. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. So, was haben wir denn noch zu bauen? Wir haben noch den anderen Mörser. Ne, den habe ich schon bestellt. Die Betten, definitiv. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So. Man kann die Betten, glaube ich, auch ineinander bauen. Ich glaube, das habe ich auch so aktiviert, dass man Strukturen ineinander bauen kann. Jawohl. Dann holt die nämlich nicht so viel Platz weg, weil wir haben zwei Respawn-Punkte. Das ist ja der Sinn dahinter. Ich weiß nicht, ob ich diese erstmal hier reinstellen soll. Weil draußen könnten mal so kaputt gemacht werden. Aber ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Wir müssen ja sowieso dann irgendwo einen Spot suchen, wo wir unsere Dinos hinstellen. Und ich glaube, das wird erstmal hier irgendwo zwischen den Felsen da sein. Ah, dann bauen wir. Bauen wir das mal hier hin. Ah, oh Mann, ey. Ich muss gegenheilen, es ist gerade verdammt heiß. Nehmen wir mal 200 Stroh rein. Gehen wir uns gleich noch ein bisschen Stroh besorgen, wenn wir unterwegs sind nochmal. Sieht natürlich saugeil aus. Ah, ist mal was anderes, ne? Ah, 15 Metall. Das Gute ist, wir haben jetzt zwei Betten hier stehen, wir können auch ruhig verrecken. Wenn wir kontrolliert verrecken, ist das kein Problem. Ich muss jetzt nur mal hier ein bisschen Zeug reinlegen, was ich nicht unbedingt riskieren möchte zu verlieren. Obsi, Stein, Fasern, Holz, das hier, nochmal Fasern, Skins mal wegschmeißen. Das Inventar noch mal ein bisschen übersichtlicher wird. Okay, Gammelfleisch und schwarze Beeren könnte ich mal hier reinmachen. Na ah, ja, genau, das brauchen wir auch noch übrigens. Auch noch übrigens einen Kühlschrank. Kann ich den basteln zufälligerweise oder was fehlt dafür? Holz, Stein und Stroh, okay. Können wir gleich mitholen. Und
ein Lagerfeuer bräuchten wir dann eben auch noch. Also ich habe keinen Feuerstein mehr im Inventar oder Stein. So, dann. Ich glaube, ich werde sterben. Beziehungsweise ich habe eigentlich keinen Bock, mein ganzes Heilmittel hier zu verballern. Ich denke, wir lassen uns dann drauf gehen, wenn es soweit ist. Nee, dich wollte ich nicht hier reinlegen. Da können wir nochmal hier ein bisschen Betäubungsmittel reinlegen. Und den Rest machen wir hier mal ein bisschen was in den Schrank. Erstmal in den vorderen. Mal die Pokebälle rein. Mal das Betäubungsmittel gerade erstmal. Ne, warte mal, das Betäubungsmittel hole ich mal mit, falls der andere vielleicht doch noch was braucht. Aber eigentlich nicht. Eigentlich soll er nichts brauchen, wie wir gesehen haben. So, dann machen wir hier nochmal ein paar Samen, dass wir uns eben auch die Früchte anpflanzen können. Und den Rest, den kann ich eigentlich jetzt erstmal im Inventar behalten. Außer. Ah, das heißt wohl, ich weiß gar nicht, welcher Level ich bin, aber ich wollte jetzt gerade sagen, das heißt wohl, dass ich wohl noch ein bisschen auf Resistenz skillen muss, aber ich weiß gar nicht, wie viel ich noch skillen kann. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr so viel skillen. Ah, die Rohre wollte ich noch weglegen, okay. Ja, ansonsten sieht es zwar gut aus. Wir sind halt immer noch in der Danger Zone, ne? Sag mal, wenn hier irgendeiner Fratzen machen will, dann sind wir ganz schnell hinüber. Und wenn wir hier Dinos stehen haben, dann die auch. Also wir müssen auch gucken, dass wir ganz schnell die Wände hier hinklatschen. Ich wollte sowieso schon Holz holen. Mal ordentlich Stroh. Ordentlich Stein. Ja, leere Taschen. Wo habe ich denn eigentlich den Frosch? Habe ich den noch im Inventar? Hey, wo habe ich den? Habe ich den in die Werkbank gelegt, ne? So. Gucken, ob er hier Öl besser mit der Axt abpackt. Nee. Die Dragon steht. Nice, mein Freund. Das ist aber schön, dass du schon stehst. Gut. Lass mal ein bisschen auf Leben gehen. Dass er bloß nicht krepiert oder so. So schnell. Ich weiß ja nicht, wenn so ein Basilisk kommt, dann war es das halb um den Tawny Dragon. Das Problem ist, wenn wir den jetzt mitholen in die Base, dann, könnte der ganz schnell dort angegriffen werden. Wenn der von irgendeinem Tier gesehen wird, dann wird er angegriffen und unsere Base auch.